Hey, mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute von Call of Duty Advanced Warfare. Und zwar heute ein live erspieltes Video ohne lästige Werbung, genau. Und ich bin froh, dass ein neuer YouTuber mitgemacht hat. Ein großer YouTuber, der sich entschieden hat, keine Werbung auf YouTube zu machen, obwohl er schon mehrere tausend Euro verdient und in 10, 20 Jahren hätte der bestimmt schon 80 bis 100.000 mit YouTube verdient, aber er scheißt auf dieses YouTube Money. Der Name dieses YouTubers ist allen beläufig, er heißt Totti, der berühmte Call of Duty Let's Player. Totti, der ungefähr so redet, oh boy boy, hier ist der Totti, live von der Farbe. So, im Irritieren möchte ich ihn nicht. Kann ich nicht. Jetzt geht's um mein Video. Und zwar, dieses Video ist ein bisschen kompliziert. Ihr habt doch bestimmt alle mal nachts, wenn es sternklar ist und ihr könnt ins Universum gucken, also ins Weltall. Habt ihr doch alle mal gemacht, oder? Ihr guckt raus, ihr seht die Sterne und denkt doch, ja, los, normal, Sterne. Ein bisschen schwarz und Sterne. Ich frage mich die ganze Zeit, was am Ende des Universums ist. Weil alles muss doch irgendwann mal enden, oder nicht? Ist das Universum wirklich endlich? Es ist so. Nehmen wir mal an, wir sind ein Goldfisch. Und dieser Goldfisch ist in einem Goldfischglas. Stellt es euch vor, stellt euch einen Goldfisch vor. Ne, stellt euch vor, ihr seid ein Goldfisch. Ihr seid ein Goldfisch und ihr wohnt in einem Goldfischglas. Ein Goldfisch hat in einem Goldfischglas eine verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, er denkt das ganze Leben spielt sich in einem Goldfischglas ab. Was natürlich nicht stimmt, weil wir wissen ja, dass es die Welt gibt, ne? Und wir wissen ja auch, dass es nicht so ist. Aber der Goldfisch, der meint, dass das Goldfischglas, die komplette Welt ist. Weil er kennt ja nichts anderes. Er ist ja in diesem Goldfischglas gefangen. Und so glaube ich auch, dass es mit unserem Universum ist. Wir glauben, was glauben wir eigentlich? Vielleicht sind wir auch in einem riesigen Goldfischglas. Ich habe keine Ahnung. Zweite Frage, die mich schon immer interessiert, ist, und das habe ich schon mal in einem YouTube-Video gesagt, dieses ganze Leben. Dieses Leben, wie es jetzt auf dieser Welt gibt, das muss ja irgendwie entstanden sein. Dieses komplexe Leben. Ne, dass wir denken können, dass wir reden können, dass wir Schriften haben, dass wir Computer entwickelt haben. Alle diese Dinge. Und da müssen wir nur 4,5 Milliarden Jahre in die Vergangenheit reisen und dort war ja eigentlich schon die Entstehungsgeschichte, oder vor 6 Milliarden Jahren, ich bin mir nicht genau sicher, die Entstehungsgeschichte, der Urknall, der Big Bang, das Entstehen alles allen Lebens, so sagen wir. Aber das Nichts, das muss irgendwie entstanden sein. Das Universum muss doch auch irgendwie entstanden sein. Ne? Es ist eine sehr komplizierte Frage. Und es gibt eigentlich nur eine logische Antwort auf diese ganze Frage. Es muss, das hört sich komisch an, es muss einen Gott geben. Es muss einen Gott geben. Es muss wirklich einen Gott geben, der dieses Leben erschaffen hat. Das Universum erschaffen hat, uns allen erschaffen hat, Tiere und Menschen.
Viele sagen, Gott ist nicht menschlich. Und ich muss diesen Leuten recht geben. Stellt euch doch mal vor, wo Tiere hinkommen, wenn sie sterben. Denkt ihr, Tiere kommen nicht in den Himmel? Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Tiere in eine Art Paradies kommen. Hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, der junge Zocker labert über so komisches Zeug. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist es plausibel. Dann ist es wirklich plausibel. Ja? Es ist eine komplizierte Frage, naja, natürlich. Wir werden das wahrscheinlich nie erfahren, was am Ende des Universums ist. Wir werden das nie erfahren, ich sag's euch ganz ehrlich, aber mich würde es schon interessieren. So, erstmal ausschalten. Egal, genug gelabert hier. Jetzt geht's weiter, jetzt mache ich noch ein bisschen Missionchen. Viel Spaß dabei. Was muss ich machen? So, ich muss ihn jetzt auf jeden Fall folgen. Wir sind aufgeflogen. Oh nein, wir sind aufgeflogen, Leute, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer TwoGamescom auf der PlayStation 4. Haut rein, ciao. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Feuer frei. Ach du Scheiße. Was ist das, Alter? Ein Juggernaut oder was? Scheiße, ich überleb's nicht. Hilf mir. Das ist schon irgendwie krass, dass ich immer noch lebe. Ich bin anscheinend widerstandsfähig. Heilige Scheiße, Mann. Jetzt habe ich aber echt mal Schiss. Was ist mit mir los hier? Ich baller alle weg. Yeah. Ach, naja. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer TwoGamescom auf der PlayStation 4. Überlegt, was ich gesagt habe. Denkt ein bisschen drüber nach und haut rein. Ciao.